Ja, ich bin ja heute auf der Museumsinsel, aber nicht auf der Museumsinsel in München oder Berlin, wie man unschwer erkennen kann, sondern auf der Museumsinsel in Heide. Das hier ist die Lüttenheid, Klein Heide genannt. Das ist ein Viertel in Heide, in dem unter anderem Klaus Roth geboren wurde. Da werde ich gleich noch mit euch hinlaufen zu dem Haus, in dem er geboren wurde. In dem Klaus Roth Haus befindet sich ein Museum, das zeige ich euch wie gesagt gleich. Hier hinter mir das Gebäude, also das Gebäude hier, das ist das Brahms Haus. Und in diesem Haus lebten über 70 Jahre lang verschiedene Mitglieder der Familie Brahms, unter anderem sein Onkel, seine Nichte, sein Großvater. Und Johann Jakob Brahms ist ja bekanntlich einer der bekanntesten Musiker, genauso wie sein Vater Johannes Brahms. Und er kam sehr gerne nach Dithmarschen und ist auch mit Dithmarschen sehr verbunden, und die Stadt Heide ist sehr stolz auf ihn. Deshalb befindet sich hier in Heide das nördlichste Musikantenmuseum in Deutschland. Hier kann man verschiedene Instrumente besichtigen, unter anderem das Tafelklavier der Familie Riedmüller aus Göttingen, bei der Johannes Brahms und seine Frau Clara Schumann häufig zu Gast waren. Und es gibt eine Bibliothek mit ganz vielen Fotodokumenten und Porträts aus dem Leben des Großmeisters Johannes Brahms. Ich war selber noch nicht in dem Museum drin, aber ich gehe eigentlich sehr gerne in Museen. Deswegen werde ich vielleicht mal in das Museum reingehen, es mir anschauen. Ja, und jetzt gehe ich mit euch mal hier diese Straße runter zum Klaus-Roth-Haus. Und in diesem Haus wurde Klaus Roth geboren. Das ist einer der bekanntesten Mundartdichter hier aus Dithmarschen. Nachdem ist hier in Heide sogar eine Straße benannt und auch eine Schule. Und die Stadt Heide scheint, so wie ich das wahrnehme, sehr stolz auf diesen Dichter zu sein. Ich habe leider aber von ihm noch nicht gelesen. Und hier dieses Gebäude hinter mir ist das Klaus-Roth-Haus, in dem Klaus Roth geboren wurde, das Geburtshaus von ihm. Und die gesamten Gebäudekomplexe hier sind miteinander verbunden, wodurch eben diese Museumsinsel Lüttenheid letztendlich entsteht. Und die ganzen Gebäude hier gehören alle der Stadt bzw. dem Museumsverein. Und damit wird hier gemeinsam dafür gearbeitet, hier dieses historische Bild zu halten. Denn man versucht auch die Gebäude in einem möglichst historischen Zustand zu erhalten, wie sie zu der Zeit waren, als hier Klaus Roth und Johannes Brahms gelebt haben. Hier ist übrigens nochmal ein Statue von Klaus Roth, denn tatsächlich ist es sogar das Gebäude, in dem er geboren wurde, 1819. Das heißt, Klaus Roth und Johannes Brahms sind sich wahrscheinlich sogar zu ihren Lebzeiten häufiger begegnet, denn die haben hier etwa zeitgleich zusammen gewohnt. Und hier vis-à-vis auch noch eine schöne, interessante Schule. Das ist aber tatsächlich nicht die Klaus Roth Schule, sondern irgendeine andere Grundschule. Und das ist auch ein schönes altes Gebäude. Und die Straße hier war früher mal eine benutzte Straße, aber die hat man verkaspelt, also quasi nur noch für Radfahrer und Fußgänger geöffnet, damit hier die Museumsgäste und Leute einfach langlaufen können und die Straße frei nutzen können. Falls ihr noch Fragen zu Klaus Roth und zur Museumsinsel hier in Heide habt oder so, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten verabschiede ich mich hier an dieser Stelle erstmal und wünsche euch einen schönen Freitag. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ach ja, natürlich taucht auch hier in dem Buch auf. 111 Orte in Dithmarschen, die man gesehen haben muss. Da taucht noch vieles anderes auf, aber jetzt wirklich Tschüss.